Sind wir wieder bei Tom Clancy's Splinter Cell Conviction. Conviction. Nicht Ghost Recon. Ja. Schleichen uns durch das Dach. Schleichen in Anführungszeichen aus. Oh. Oh fuck, das ist ein Gegner. Oh, weißt du, wir sind genau unter einer Mine durchgeschlichen. Gut, sehr gut. Aua! Ey, diese Dinger rein. Schau doch mal an die scheiß Wand! Wand? An der Wand war nichts. Es war hier an dem Geländer. Achso, ja, aber mit Wand meine ich ja auch links und rechts quasi. Immer links und rechts gucken, bevor man über die Straße geht. Ja, meine Kinder? Kann man hier nirgends lang gehen? Ja doch, du kannst dich ans Geländer hängen und, auf die Art und Weise lang gehen. Man kann es nicht abknallen. Geh ans Geländer und geh am Geländer vorbei. Okay. Nein, nicht da lang. Alter Schwede, der ist gerade beide Beine umgebracht. Ich hab das gesehen. Genau, deswegen bist du deiner Nase quasi schon drauf gewesen. Ich war noch nicht drauf, da haben noch mehr als genug Zentimeter gefehlt. Was gibt's denn hier Feines? Ein Signal. Ich würde mal sagen, der Weiterweg. Ein Infrarotsignal. Wir haben es platziert. Leertaste. Hansen sind auf dem Dach. Wo ist das Taxi? Hubschrauber ist auf dem Weg. Okay. Sichern Sie die Landezone. Warum habt ihr jetzt Licht angeschalten? Um es uns schwerer zu machen. Auf mein Zeichen, bereit machen zum Angriff! Gebe dir Feuerschuss, vorrücken! Feuerschuss, ich schalte ihn aus! Los! So. Ich habe jemanden geheadshotet, keiner hat mich gesehen und jetzt habe ich trotzdem eine Markierung hier. Hast du Angst? Ist der noch einer? Ich warte ja hier einfach auf die Gegner. Kein Treffen in 30 Sekunden. Komm schon raus! Kämpfen wir die Männer! Eine Minute oder weniger. Dieser Spiel ist lange aufzuhalten. Lol, du machst die ganze Zeit, sprengst die ganze Zeit da unten weg. Yep. Benutze meinen Minion. Du lebst noch? Ja, noch. Hast du sehr viel. Oh, der Heli ist da. Ah! WTF, ich bin erst umgefallen, als ich um die Kurve drum war. Also um das Gitter. Pass auf, dass du nicht stirbst auf dem Weg zu mir. In der Richtung war, glaube ich, keiner. Go! Oh, ja, ich hab Waffe gewechselt. Komm her, halt dich an mir fest! Du musst ja eine ganz schöne Armmuskulatur haben, dass du da nicht abrutschst. Ach, easy! Hey, Moskau. Willkommen in Moskau, meine Herren. Mein Name ist Valentina. Ich werde Sie in dieser Phase der Operation betreuen. Anhand der Informationen, die Sie gesammelt haben, konnten wir Kasakovs Gruppe als Jastreb-Netzwerk identifizieren und kennen nun ihr Hauptquartier. Super. Es befindet sich in einem umgebauten Bunker unter dem Roten Platz, direkt vor der Nase des Kremls. Wir haben die Seriennummer des Lenksystems, das Sie gefunden haben, überprüft. Der Nachrichtendienst hat herausgefunden, dass Jastreb den Rest der Ladung an den Iran verkauft hat. Offiziell besteht Ihr Missionsziel darin, in den Jastreb-Komplex einzudringen und die Lenksysteme funktionsunfähig zu machen. Inoffiziell suchen wir auch die Massenvernichtungswaffen. Sie dürfen nicht in falsche Hände geraten. Unsere Quellen haben Sie als 4 EMP-Sprengköpfe identifiziert, jeder davon klein genug, um in einen Lieferwagen zu passen. Den Aufbewahrungsort der Sprengköpfe finden Sie in Jastrebs Datennetzwerken.
Den Blaupausen zufolge gelangt man nur durch die Außenmauer, die neben diesem alten Service-Schacht verläuft, hinein. Sie werden die Mauer aufsprengen müssen, um in den Komplex zu kommen. Fragen? Ja. Wo steckt eigentlich Agent Hansen? Agent Hansen wurde aus Sicherheitsgründen abgezogen. Mehr darf ich dazu nicht sagen. Okay. Warte mal kurz. Wo ist OBS? Da. Priorität festlegen. Hoffentlich läuft die Aufnahme jetzt lagfreier. Eines der besten Spiele überhaupt. Diese Wand verläuft entlang des alten Bunkers. Platzieren Sie die Ladung dort. Blacklist hat mir auch sehr viel Freude. Erste Ladung bereit. So. Zweite Ladung platziert. Zurücktreten. Ja, das war leise. Vorwärts. Ach du Scheiße. Was ist das denn? Das Politbüro wäre im Falle eines Atomkriegs mit diesem Triebwagen aus Moskau geflohen. Und es hat keiner gemerkt, dass Kersakow direkt unter Moskau sein Clubhaus errichtet? Unter der Stadt gibt es Dutzende von diesen Bunkern, Roger. Ich habe sie nicht einen verdammten Techniker dorthin, um nachzusehen. Jo, gut. Fällt mir nicht, dass es hier so hell ist. Mir auch nicht. Leertaste klettern. Wo genau kletter ich denn hin? Achso, hier drauf. Ah ja, da wollte ich auch hin. An so eine Röhre. Ja, an Röhren macht es am meisten Spaß. Ein Durchbruch. Schnell, den Bereich sichern. Ich mache Meldung. Glaube, er ist da drüben. Bitte keine Meldung machen, Leute. Hitler. Da macht die Hä? Wieso kann ich denn den nicht abknallen? Keine Ahnung, wieso du nicht schießt. Da war das Rohr im Weg. Also theoretisch zwar nicht, aber in der Sicht. Ja, wenn es in der Sicht im Weg ist, ist es im Weg. Ja, meine Pistole aber nicht. Ich schieße ja nicht gegen das Rohr. Die Pistole ist ja am ausgestreckten Arm. Aber wenn es in deiner Sicht im Weg ist, ist es im Weg. Was ist los? Was soll das verstecken? Ich brauche Ihre Hilfe. Locker bleiben. Also es sind noch zwei am Leben. Mein Mörder wird gleich erschossen. Ist nicht alles so schnell. Keine Sorge. Hauptsache Ihnen geht's gut. Hey, hab ich getroffen? Ich komm dich jetzt holen. Loch! Na fuck man, bis ich da hinten ankomme, wird eine Weile dauern. Komm, komm, komm. Na fuck man, da kann man ja gar nicht nur. Na, verstehen wir uns? So, erledigt ihn. Dann hilf! Oh komm, da ist auch einer. Da ist einer plötzlich aus der Tür gekommen. Ich hab keine Munition. Was? Nachladen. Hilfe! Ich brauche dringend Ihre Hilfe! Na, so dringend nicht, ich hab noch eine halbe Minute. Kein Grund zur Sorge. Scheinbar geht's hier lang, wo der Typ reingekommen ist. Bachmann. Super, jetzt haben wir wenigstens ein Ausschalten. Also ich hatte schon eins. Ah! Okay. Alter Lex. Irgendwie funktioniert der andere Render-Codec auch nicht viel besser. Ah, naja. Gehen wir mal hier hoch. Oh, hier sind Waffenkisten. Scheint, als würden Jastrebs Leute die Explosion auf ein Gasleck zurückführen. Das dürfte ihnen etwas Zeit verschaffen. Stoßen Sie in den Bürobereich vor und suchen Sie einen Offizier namens Repko. Sie brauchen ihn, um auf das Archiv des Nachrichtendienstes zuzugreifen. Verstanden. Wir sind auf dem Weg. Okay. Oh, da kommst du ja! Ah, siehst du meine Perspektive in der Wand? Ja. Siehst du, jetzt weißt du, was ich gab. Und ich habe den Stromausschalter gefunden fürs nächste. Ich brauche ein paar Sekunden. Alarmstufe 1. Sperren Sie sich in Ihren Büros ein und bleiben Sie bis zur Entwarnung. Wir haben Alarmstufe 1. Ja. Was sagt denn die Zentrale?
Sollen wir hierbleiben, oder was? Ich habe gesagt, bis zur Entwarnung kommt niemand durch. Und wenn es der verdammte General persönlich ist, das ist ein Befehl. Tat sich ja weh. Widerstand. Oh, wieso musstest du denn da durchgehen? Das ist... Ich hab darüber nicht nachgedacht. Naja, egal. Scheinbar hat es ja niemand interessiert. Ah, nicht ganz. Den da. Okay. Ich dachte, meine Waffen wären alle aus Plastik. Ja, aber deine Kugel nicht. Ich? Nö. Plastik kannst du nicht so gut schießen. Okay. C. Du kannst C auf gedrückt halten, dann kannst du ihn um die Ecke mitnehmen, dann liegt er nicht so offen rum. Fürs nächste Mal. Achso, du meinst, dass ich ihn dann in meiner Dingens halt. In meiner Hand. Ja. Was piepst denn jetzt schon wieder? Dies ist ein Alarm der Stufe 1. Bleiben Sie auf Ihren Posten und sichern Sie vertrauliche Unterlagen, bis Entwarnung gegeben wird. Der Bereich wird zu diesem Zeitpunkt von Sicherheitstrupps durchsucht. Dies ist keine Übung. Ich wiederhole, dies ist keine Übung. Hä? Hä? Was? Wer? Was? ETF. Tod von oben. Okay. Keiner mehr hier, alles tot. Bis auf die ganz woanders. Wer sieht der mich einfach, wenn ich da oben rumhänge, mitten im Dunkeln? Dann warst du... Da hat er halt... Ich glaube einfach ab einer gewissen Entfernung. Wenn er hochschaut, dann sieht er dich auch. Ja, ich hab ihn halt nicht bemerkt, der war noch um die Kurve. Er hat ja bessere Augen als du. So. So, ich sehe den da und den da hinten, den ich gerade nicht mehr markieren kann. Die zwei sind wohl die letzten. Was haltet ihr davon? Der Erste, der rauskommt, bleibt ab. Wehr dich und stirb. Machst du einen Spaziergang mit ihm? Und hab ihn. Oh fuck, da ist eine Kamera. Jetzt nicht mehr. Achtung an alle. Dies ist ein Alarm der Stufe 1. Bleiben Sie auf Ihrem Posten. Sichern Sie vertrauliche Unterlagen, bis die Warnung gegeben wird. Gefällt dir das, Volatsch? Das ist er. Du bist erledigt. Oh, der Typ ist tot. Hey, Sisa! Komm da, da drüben! Ich bin jetzt auf der Decke oben. Gerade so, bevor ich verreckt bin. Fuck, oh, fuck, da kommt von da hinten auch noch einer. Oh, fuck mal. Ah ja, genau, der da. Warum kommen denn da so viele? Oh mein Gott! Boah, scheiße. Mein Charakter ist einfach nur umgekippt und nicht mehr aufgestanden, als ich von oben runterkam. Und die leben da noch zu viert oder was weiß ich wie viele. Ja, weißt du, kommst so viele aus der Tür raus, denk mir so, Alter. Wir müssen uns da oben einfach instant verstecken. Die sind halt so heftig und würgen uns, weißt du, easy win. Denken die sich. Ich brauche ein paar Sekunden. Alarmstufe 1. Sperren Sie sich in Ihren Büros ein und bleiben Sie bis zur Entwarnung da drin. Du wirst GAU geschlagen. Wehr dich und ich töte dich. Ich würde gerne Licht ausschalten, aber ich finde kein Lichtschalter. Wirklich? Wir stehen jetzt einfach da? Nein, sie bewegen sich gleich. Einer kommt, glaube ich. Oder nähert er sich? Ich sehe nichts mehr. Er schaut in unsere Richtung, das ist ein Problem. Mhm.
Jetzt dreht er sich um und geht weg. Glaubst du, du kannst so schnell hinterher, dass du ihn umbringen kannst? Okay, dann nicht. Ich gehe wieder links rum. Vielleicht kann ich den irgendwo ausschalten, wo es keiner mitkriegt. Hier hinten, das dürfte doch keiner sehen. Sehr gut. Boah, WTF, der in meinem Raum hat sich bewegt, aber das habe ich jetzt gerade gar nicht gerechnet. Erstmal Licht hier ausschalten. Ich glaube, eine Leiche wurde gefunden. Ja, wurde. Ja, der da hinten, den du markiert hast. Jetzt nicht mehr. Sehr gut. Oh, Achtung, Achtung, Achtung! Kommt noch einer, da kommt noch einer. Ja. Oh Gott. Okay. Okay, der im Raum, den du markiert hast. Ich gehe durch die Tür. Das hat der da hinten jetzt gesehen, aber zum Glück habe ich den gerade anvisiert. Du hast geschossen, der kam der gerade um die Ecke. Ist. Gut aus. Ich glaube, das war der letzte. Kommst du um die Ecke, vor ihm fällt einer um, würde sich auch so denken. Was ist jetzt mit dem los? Ja, der hatte noch eine Sekunde, bis er sich auf. Sehe ich wirklich so hässlich aus? Aber so sind wir silent geblieben. Sehr gut. Guter Start. In den Tag. Vielleicht die andere Tür noch aufmachen. Okay, okay, diesmal bleiben wir da oben auf dem Dach. Ja, ich bin gar nicht erst da hochgegangen, beim letzten Mal. Ja, aber diesmal ist die Tür zu. Okay. Schleich mir einfach so weit wie möglich. Ah, jetzt haut der einfach ab. Da war ich so schön drunter, dass man drauf springen konnte. Wir können aber so viel wie möglich schon mal markieren, würde ich sagen. Hui, Lex. Heftig. Hey, das sind zwei Leichen nebeneinander. Hab ich den gerade einen Headshot gegeben, obwohl ich durch mein. Also, ich hab nur meinen Kopf gesehen. Verstärkung, wir müssen sofort den Abschnitt durchsuchen. Also, okay. Scheiße, okay, jetzt kommt der schwere Teil. Würde dir rauskommen und versuchen, mich umzulegen. Sie müssen hier irgendwo sein. Ich werde hier erstmal Wache halten. Kann ich mich hier irgendwo unterhangeln? Ja, hier. Gefährlich. Die wissen doch gar nicht, dass wir zu zweit sind. Das ist so unfair. Ach, die haben das im Urin oder was weiß ich. Ihr werdet nicht mal mutig genug, um eine Konservenfabrik zu bewachen. Oh, genau. Den Spruch hat schon mal wer gebracht, Mann. Die haben nicht mehr Sprüche drauf. Ja, wir müssen irgendwann wieder runter, da geht's nicht weiter. Na gut. Oh, Licht aus. Ich weiß nicht, wo der Typ, der hier bin, ich sagt, aber ich weiß, dass ich jetzt auch. Warte, auf jeden Fall ist hier einer. Der es wohl nicht komisch fand, dass die Tür neben ihm aufgegangen ist. Wir sind da, wo wir hin sollen. Kierst mich einfach. Ja, ich hab Leertaste gedrückt. Hier geht natürlich auf. Könnt ihr Hilfe gebrauchen? Die Tür zum Geheimdienstarchiv wird über ein biometrisches Schließsystem verriegelt. Es genügt nicht, den Schlüsselcode von Repco zu bekommen. Sie werden ihn zwingen müssen, aufzuschließen. Dann die Buchhaltung, dann das Inventar. Komm, konzentrier dich! Eins nach dem anderen. Eins nach dem anderen. Komm schon. Schneller. Schneller.
Wer redet da und wo ist er? Hier oben ist niemand. Was hat denn der für Problems? Der hat wahrscheinlich Angst vor seinem Job. Ich gehe durch diese leuchtende Tür, Treppenhaus runter. Ich habe in der Tür mit, ist das Netzhautscanner? Ja, das ist ein Netzhautscanner. Vielleicht müssen wir diesen Typen mitnehmen, der da quatscht. Oh ja, das ist er. Der einzige Typ, den es gibt. Und der ist hinter einer Fensterscheibe, die man nicht zerstören kann. Ah, warte. Okay. Ich gehe jetzt zur Tür. So, der ist da drin. Ja, dann brech mal ein. Er hat mich beinahe erschossen. Im Miet. Ich verhöre ihn jetzt. Ach so. Oh. So macht er uns die Tür erst später auf. Okay, dann schaue ich mal. Schaue ich mal zu. Also, wo schmeißt du ihn gegen? Für eine schöne Büste, der da hat. Okay. Oh, probier mal den Safe. Darfst du machen. Komm her. Ja, irgendwo ist sicher. Nur einen Augapfel und ein Stück von ihrem Finger, um reinzukommen. Schau mal, hier ist ein schöner Safe. Autsch. Tür öffnet sich nach bald noch. Ich tu's. Was, du tust es? Nein, ich wollte dich doch noch gegen den Drucker hauen. Gegner sind da. Das ist toll. Vor allem, weil es so hell draußen ist, ist das sehr, sehr toll. Musst du den jetzt echt mitnehmen? Ja, muss ich. Ich kann den nicht rausziehen. Kannst ja vielleicht mal sorgen, dass ich hier rausgehen kann. Bei der Helligkeit gehe ich hier nicht raus. Oh, fuck. Okay, zwei sind tot. Warum hatte ich gerade die Waffe gar nicht draußen, WTF? Okay, ich denke, du kannst ein Stück weiter vorgehen. Da müsst ihr euch was Besseres einfallen lassen. Hey, Pidoras! Leute, ja? Wir bleiben hier. Von wo genau werde ich? Irgendwo von hinten. Ich gehe wieder rein. Da oben ist einer. Hab ihn ausgeschaltet. Deswegen solltest du ja die Lampe an diesem Ort ausmachen, dass ich nicht hier sichtbar werde. Hier, die da. So kann man in Ruhe durchschleichen. Was meinen Sie, Major? Ist das die Zaubertür? Ich werde das als ein Ja. Jetzt Magie, nichts Magisches. Der wird sicher. Bring ihn um. Jetzt werde ich das. Es hat Ihnen niemand die Erlaubnis erteilt, Repko auszuschalten. Was haben Sie sich dabei gedacht, Kestrel? Nur die Ruhe, Valentina. Es ist nicht seine Schuld. Repko hat mich erwischt und Kestrel tat, was er tun musste. Es war mein Fehler und nicht seiner. Genau. Archer's Noob. Hören Sie zu. Das ist die Gelegenheit, Informationen über die EMP-Waffen zu gewinnen. Seien Sie vorsichtig. Wenn Kersakov merkt, dass wir die Sprengköpfe suchen, gerät er vielleicht in Panik und zerstört sie. Verstanden. Sie müssen die Daten in Teilen über vier verschiedene Zugänge im Archiv herunterladen. Und meine Herren, das muss geschehen, bevor Yastrebs Sicherheitsnetz bemerkt, dass wir da sind. Verstanden? Oh, okay. Seien Sie vorsichtig. Oh, hier ist alles voller Lärm. Haben soeben die Verteidigungstürme in Ihrem Bereich aktiviert. Okay, dann muss ich jetzt mal gucken, wo wir hier lang gehen können. Nein, hier kann man nicht hochgehen. Nach einem Zugriffspunkt. Ich lade die Steuersoftware auf Ihre Opsets hoch. Seien Sie vorsichtig. Das ist schwer, ohne Sie zu sehen, ehrlich gesagt. Ah, okay. Hä? Das muss das sein. Ach, da an der Wand sind auch noch welche. Okay, die habe ich nicht erkannt. Ja, es wäre halt leichter, wenn wir einfach die Taste finden würden. Kann man das resetten? Ja, letzter Schwächepunkt. Weil ich komme da durch, ich erkenne die. Ich habe nur die an der Wand nicht gesehen. Ja.
Ja, die oben sehe ich auch. Das ist die Gelegenheit, Informationen über die EMP-Waffen zu gewinnen. Seien Sie vorsichtig. Aber ich würde sagen, weiter geht's erst im nächsten Part. Bewerten nicht vergessen und ciao. Tschüss.